liebe Studierende, liebe zahlreiche Studierende. Es ist eine große Freude, dass auch die junge Liga heute da ist. Guten Abend, liebe Nanette Snoop und liebe Lukas Kladders. Wir freuen uns außergewöhnlich, dass es heute zu diesem fünften schönen Vortrag, sechsten schönen Vortrag kommen kann. Und zwar mit diesem Gast heute, dieser Gastin, Nanette Snoop aus ja, Paris, Dresden, Waldköln, zu einem Thema, das uns sehr bewegt und auch schon vor einem Jahr hier in diesem Rahmen, in diesem Raum bewegt hat, nämlich die Zukunft ethnologischer Museen. Ich darf nicht lange reden, ich mache es auch nicht, ich darf nur darauf hinweisen, dass wir filmen, die Veranstaltung filmen, aber dass Sie sich keine Sorgen machen müssen, weil wir das Publikum nicht mitfilmen. Der Sinn dieser Sache ist, dass wir festgestellt haben in der Vergangenheit, dass immer mehr Menschen, die nicht hier sein können, aus irgendeinem Grund sich dann gerne diese Filme anschauen auf unserem YouTube-Kanal. Das werden Sie auch finden, wenn Sie nach der Veranstaltung sie noch einmal und noch einmal angucken wollen. Ist es nicht schwer und in circa zwei Wochen wird sie online gestellt. Ich gebe gleich das Mikrofon Lukas Kladders, dem Vorsitzenden der Schöne, der Richard Schöne Gesellschaft, die er kurz wieder vorstellen wird. Wir sind hier im Raum wahrscheinlich 30 Mitglieder der Richard Schöne Gesellschaft, stolze Mitglieder und sind sehr froh, dass die TU und die Schöne Gesellschaft diese schöne Tradition ja, verfolgen seit einigen Jahren. Lukas, du hast das Wort. Einen schönen guten Abend auch von meiner Seite. Herzlich willkommen zum heutigen Schöne-Vortrag von Nanette Snoop mit dem Titel »Das Museum auf den Kopf gestellt«. Dieser schon genannte Schöne-Vortrag findet seit 2012, insofern müssen es jetzt 6 Jahre sein, in jährlicher Kooperation eben der Richard-Schöne-Gesellschaft für Museumsgeschichte e.V. Sie finden auch bei dem Empfang, den Benedikt jetzt nicht angekündigt hat, der aber anschließend auf jeden Fall stattfindet, im Namen der TU lade ich Sie dann sozusagen stellvertretend auch herzlich ein. Dort finden Sie auch Informationsmaterial zur Schöne-Gesellschaft. Und der zweite Kooperationspartner ist, Benedikt sagte es schon, der Lehrstuhl für Kunstgeschichte der Moderne. Liebe Benedikt, wieder einmal vielen herzlichen Dank, dass du heute stellvertretend für die TU die Rolle der Gastgeberin übernimmst. Nun mag man, und das will ich niemandem verdenken, angesichts des heutigen Themas und der heutigen Vortragenden glauben, der schöne Vortrag entwickelt sich zu einer Plattform, um über Sinn und Unsinn des ethnologischen Museums zu diskutieren. In Bezug auf den Berliner Rahmen und angesichts des letztjährigen Vortrags von Prof. Dr. Thomas Thiemeyer gar verengt auf das Humboldt-Forum. Doch der Schein trügt. Frau Snoop mag den Titel ihres Vortrags bewusst so gewählt haben oder vielleicht auch einfach ein gutes Bauchgefühl gehabt haben, aber er lautet das Museum auf den Kopf gestellt, nicht das ethnologische Museum auf den Kopf gestellt. Abgesehen davon, dass das Thema hier in Berlin immer vordringlich mit dem Humboldt-Forum assoziiert wird, obwohl bundes- und ja letztlich weltweit ethnologische Museen mit ähnlichen Problemen konfrontiert sind, und Frau Snoop kann hier sicherlich auf einen sehr vielfältigen Erfahrungsschatz verweisen, ist zu fragen, inwiefern sprechen wir hier über Fragen, die grundsätzlich alle Museen betreffen. Ich sehe da zumindest einige Ansatzpunkte. Natürlich haben wir es hier nicht mit einer grundsätzlichen Kritik an der Institution Museum zu tun und dem Wunsch nach ihrer Abschaffung, wie es die Futuristen propagierten und nicht wenige, die sich dann später eher als Museumsreformer denn als Museumsstürmer einpuppten. Wenn, dann geht es hier um einen bestimmten Museumstypus, das ethnologische Museum. Dessen Existenzberichtigung stellen zumindest einige in Frage und das nicht allein, wie es aufgrund der medialen Darstellung zunächst oft scheinen mag, wegen der vielfach problematischen bei kolonialen Provenienz seiner Sammlungsbestände. Dieser Aspekt ist nämlich durchaus auch bei archäologischen oder naturhistorischen Sammlungen gegeben, ohne dass damit diese Museen grundsätzlich in Frage gestellt würden. Nein, es geht letztlich um die Frage, wer spricht? Wessen Sinnzusammenhänge werden sichtbar, welche bleiben unsichtbar oder marginal, was hat ein Museum mit Macht und letztlich auch mit Politik zu tun? Fragen, die sich in der Ethnologie als Fachwissenschaft seit den 1970er Jahren stellen und die ethnologische Museen vielfach durch dialogische Formate in Zusammenarbeit mit Herkunftsgemeinschaften oder Künstlern zu beantworten suchen. Gruppen, die auch heute vielfach zur Debatte um das ethnologische Museum beitragen. Es zeigt sich bei diesem, so denke ich, brisantesten museumspolitischen Thema der heutigen Zeit also eine interessante Gemengelage von Stimmen, bei denen auch die Museen selbst treibende Kräfte sein können, wenn sie es auch nicht immer sind. Und die Frage, wer spricht,
lässt sich durchaus auch auf Museen im Allgemeinen beziehen und erinnert an frühere Museumskriege, bei denen das Selbstverständnis bestimmter Museumstypen herausgefordert wurde. Wie es bei der Öffnung der nur Eliten ansprechenden kunsthistorischen Museen für die Volksbildung Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts oder dem Einzug der modernen Kunst der Fall war. Dass der Kunstkritiker Karl Scheffler als vermutlicher Urheber des Begriffs Museumskrieg in seinem von Pfleth 1921 auch das damalige Berliner Völkerkundemuseum mit Kritik bedachte, natürlich nicht mit den heute geläufigen Argumenten, sei hier nur als Anekdote erwähnt. Sprechen wir in Bildern, dann muss man das Museum, bevor man es auf den Kopf stellt, erstmal vom Sockel holen. Ich verstehe darunter den Versuch, das nach außen hin sichtbare, monolithische der Institution zu hinterfragen, kein von oben herab mehr zu akzeptieren, dass innere Zusammenhänge, Interessenlagen und an der Arbeit der Institution beteiligte Akteure verschleiert. Diese Zusammenhänge, Interessenlagen und Akteure können je nach Einbettung der Institution durchaus unterschiedlich sein. Und so ist es besonders schön, dass Vos Loop als Niederländerin in Frankreich gelernt und gearbeitet hat und nun in Deutschland den höchsten Ämtern selbst an einem neuen Institutionsverständnis mitarbeitet. Aber, und hier bemühe ich das von Frau Snoop gewählte Bild noch einmal, wer auf den Kopf gestellt wird, dem fällt alles aus den Taschen. Und damit meine ich nur sekundär die Objekte, also die im Moment omnipräsente Provenienzfrage, sondern eben vor allem die genannten, vielfach unsichtbaren Strukturen und Agenden innerhalb der Museen. Ihr Sichtbarmachen ermöglicht Teilhabe, auch für bisher nicht am Prozess des Museumsmachens beteiligte Menschen. Dies erzeugt aber auch Wut und Ablehnung, sei es wegen der Offenlegung eines möglicherweise bis heute andauernden neokolonialen Charakters der Institution oder weil lange Gewohntes zu verschwinden droht. Diese Prozesse zu begleiten ist ein Balanceakt. Nanette Snoop ist, so lese ich aus ihrer Vita, hierzu hervorragend geeignet. Sie hat in Paris Anthropologie und Kulturmanagement studiert, war Lehrbeauftragte an der Universität Paris-Nanterre und der École du Louvre. Seit 1999 war sie am Aufbau des Musée du Quai Branly beteiligt, das die Sammlungen des Musée de l'Homme und des Musée National des Arts d'Afrique et d'Océanie vereinte und 2006 als nationales Museum für außereuropäische Kunst in Paris eröffnete. Dort arbeitete Frau Snoop als Leiterin der historischen Sammlung des Museums, ich hoffe, das ist die richtige Übersetzung, organisierte mehrere aufsehenerregende Ausstellungen, darunter die mit dem ehemaligen Fußballspieler Lilian Thuram kuratierte und mit dem französischen Kulturpreis Gelobte Kristall ausgezeichnete zu, das ist jetzt die deutsche Übersetzung, Menschenzoos, die Erfindung des Willen. Zudem war sie 2014 für die Konzeption der Dauerausstellung des in Straßburg eröffneten Voodoo-Museums des privaten Sammlers Marc Arbogast verantwortlich. Zu Anfang 2015 wechselte sie auf den Posten der Leiterin der staatlichen ethnografischen Sammlung Sachsens, unter deren Dach das Dresdner Museum für Völkerkunde, das Grassi-Museum für Völkerkunde zu Leipzig und das missionsgeschichtlich geprägte Völkerkundemuseum Herrnhut vereint sind. Anfang 2019 wird sie die Leitung des Schrauf-Jost-Museums in Köln übernehmen. Frau Snoop, wir freuen uns sehr, dass Sie gerade auch aufgrund sozusagen dieser Übergangsphase auf dem Weg nach Köln, dass Sie heute Abend die Zeit gefunden haben, von Ihren Erfahrungen zu berichten. Vielen Dank. In Berlin von aus Sachsen hier offiziell eine Rede zu halten im ganzen Press. Sie haben schon sehr viel über mich gesprochen. Ich denke, dass es wichtig ist, bevor ich anfange, über meine Erfahrungen zuerst in Frankreich und danach in Frankreich und die Methode, die ich versucht habe, ja, zu verwirklichen hier. Möchte ich gerne noch sagen, ich bin Sie hören meinen Akzent, mein Deutsch ist noch nicht völlig in Ordnung, aber ich bin so im Januar, im Dezember 2014 angekommen in Sachsen und einige Monate davor wurde ich eingeladen von Hartwig Fischer, der ehemalige Generaldirektor der Staatlichen Kunstsammlung Dresden, wir gehören zu dieser Museumsgruppe. Jetzt ist er der Direktor des British Museums.
hat mich eingeladen, um nach Sachsen zu kommen, um ein neues Museum zu erfinden. Nicht einfach, eine sehr schöne Einladung, war völlig davon impressed und bin sofort nach Sachsen gekommen, ohne eigentlich eine richtige Ahnung zu haben von Sachsen und das deutsche Museumslandschaft. Jetzt, nach 4 Jahren, gehe ich nach Köln und ja, da muss ich mal sehen, wie es da ist. Es war eine sehr interessante Zeit. Es war eine sehr interessante Zeit in Dresden. Ich muss auch sagen, dass ich nach fast 16 Jahren oder 15 Jahren in Kebroli gearbeitet zu haben, mit einer Art von, ja, ich hatte ein bisschen genug davon, dass es eigentlich keine Gelegenheit gab, um über diese französische Kolonialgeschichte zu reden und so weiter, dachte ich, in Deutschland ist es möglich. Ich dachte auch, kein Front National mehr, davon hatte ich auch ein bisschen genug, habe noch nicht gut die deutsche Nachrichten gelesen, das war auch nicht völlig in der Monde oder in der Liberation. So, ich komme an den 19. Dezember in Dresden an, weil da hatte ich meinen Ort, das war mein Ort, es sind 3 Museen, Leipzig, Dresden, Hermann, aber da wir das mit Hartwig Fischer das neue Museum erfinden mussten, dachte ich, dann ist Dresden doch das gute Ort dafür, um da zu wohnen. Und dann fing natürlich Pegida an. So, jetzt bin ich schon an dem 174. Montag, Pegida-Demonstration Montag. So, ich muss sagen, ich bin natürlich innerhalb 4 Jahre vielleicht sehr extremistisch geworden, vielleicht ein Museumsterrorist. Aber so, meine Erfahrung ist sehr davon beeinflusst. Ich bin auch nicht in Berlin, ich bin nicht in Köln, ich bin nicht in Paris, ich bin nicht in Amsterdam. Ich war und bin noch immer in Sachsen, Köln, Dresden, Herrnhut mit einer langen Geschichte. Und so, das ist der Hintergrund, die Sie vielleicht verstehen müssen. Ich kontextualisiere. Ich bin natürlich, mache meine eigene Ethnologie. So, guten Abend. Ich habe das geschrieben, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Ich habe eine neue Brille. Mein heutiger Beitrag schreibt sich ein in meine Museumsarbeit am Museum in Sachsen, die ich seit 2015 leite, was ich schon gesagt habe. Bevor ich nach Deutschland gekommen bin, habe ich 15 Jahre lang am Museum du Quai Branly in Paris gearbeitet und was wichtig ist, 7 Jahre bis zur Eröffnung und 8 Jahre danach bis Dezember 2014, genau bis zum 18. Dezember 2014, Ankunft Dresden, den 19. Dezember. Ich war in Paris zuständig für die historischen Sammlungen, aber bevor ich da Hauptkustodin für diese historische Sammlung war, ab 2005, war ich verantwortlich für die Digitalisierung des Museumsarchivs von Branly und meine Aufgabe war eigentlich, um ein historisches Dokumentationszentrum zu machen über die Sammlungsgeschichte. Das ist sehr interessant. Hier sind wir in 1998, 1999. Wir sprachen in dieser Zeit nicht über Provenienzforschung, aber die Idee war, das Projekt war doch, um diese Sammlungsgeschichte zu digitalisieren und zu veröffentlichen. Und jetzt, heute, hat das Museum du Quai Branly doch eine Datenbank, wo man nicht nur alle Objekte anschauen kann, natürlich mit seinen Fehlern, seinen Arbeit. Es gibt doch eine Datenbank, von aus Ouagadougou kann man diese Datenbank anschauen, aber wir haben auch das ganze Archiv, das Museumsarchiv. Und das ist etwas, was noch heute in Deutschland undenkbar ist. Das ist eine gute Seite des Quai Branly Museums. Bevor ich Ende 1998 ans Musée du Quai Branly gegangen bin, hatte ich bereits mehrere kürzere Beschäftigungen am Musée de l'Homme seit 1995. In einer Zeit, als die Debatte um ethnologische Museen sich vor allem auf die Frage fokussierte, ob ethnografische Objekte überhaupt als Kunstwerke betrachtet werden können oder nicht. Meine Masterarbeit in dieser Zeit lautete die Darstellung Afrikas
ein westliches Unbehagen. Ich sage nicht, dass meine Masterarbeit so wunderbar war, aber es ist interessant, dass ein Student in 1996 so eine Masterarbeit schreibt. Das hätten wir auch noch heute machen können. Und wir sind mittlerweile doch wieder mehr als 23 Jahre später. Oder übertreibe ich ja vielleicht ein bisschen. So, es sei daran erinnert, dass der damalige französische Kulturminister Philippe Douste-Blazy im November 1995, also für 23 Jahre, ein Projekt angekündigt hatte, das darauf abzielte, die Kunst von 3/4 der Menschheit in den Louvre zu bringen. In der Ausgabe der Zeitung Le Monde vom 18. November 1995 schrieb er, Jacques Chirac möchte den Louvre für die primitiven Künste öffnen. Anfang 1996 wurde angekündigt, das Musée du Quai Branly ins Leben zu rufen und eine Kommission wurde angekündigt. Das Musée du Quai Branly ins Leben zu eine Kommission wurde ernannt, deren Ehrenvorsitzende Claude Lévi-Strauss war. Die Fragen kreisten dabei um den Status der Objekte und um das Fehlen einer historischen Dimension in den ethnografischen Museen. Ich erinnere mich noch daran, dass zu dieser Zeit auch die Beschilderung des Objektlabels im Musée National des Arts d'Afrique et d'Océanie in Paris die Herkunftsländer noch mit ihre Name aus der Kolonialzeit bezeichnet wurde. Seither wurde das natürlich geändert. Und es ist heute unwahrscheinlich, dass es in Europa noch Museen gibt, die Beschilderungen, Objektlabels mit den alten Kolonialbezeichnungen verwenden. Aber heißt das, dass diese Debatte um die Zukunft ethnologischer Museen sich seitdem auch wirklich weiterentwickelt hat? In 20 Jahren. Sind es nur die Beschilderungen, die sich geändert haben? Das ist meine Frage. Ich bin 1989, und da muss ich wieder gucken mit meiner neuen Brille, ich bin 1998 als Praktikantin ans Musée du Quai Branly gekommen. Damals waren wir zu 9 und ich war die jüngste, auch die einzigste Frau. Und als ich gegangen bin, waren wir 220. Nach 16 Jahren Arbeit hinter den Kulissen des Musée du Quai Branly habe ich verstanden, dass die öffentliche Meinung und das akademische Debatte es nicht leicht habe, wirklich in die Museen vorzudringen. Ein Museum bewahrt nicht nur Objekte, sondern vielleicht vor allem auch sich selbst. Auf die Gefahr hin, in Stillstand zu erstarren, er friert sich selber eigentlich ein. Die Jahre von 1998 bis 2015 und insbesondere von 1998 bis 2007 waren eine Zeit, in der die Debatte um die Infragestellung ethnologischer Museen in Frankreich und anderswo, vielleicht ein bisschen weniger in Deutschland, auf den Höhepunkt waren. Die Liste der Konferenzen, Seminare und Workshops ist lang. Hunderte, tausende französische Studenten machten ihre Masterarbeit oder PhDs über die Debatte. Die Seminarräume waren alle voll. Und das ist heute, wenn man heute es gibt noch sehr viele Studenten, aber wenn man das heute vergleicht mit den Seminarräumen in Paris, ist das unvergleichbar mit wie es war, Anfang 2000. Ich sehe da Studenten, die nicht Studenten, aber die Seminare mache in Paris. Es ist auch kein Kritik, aber es ist nur wirklich, dass es eine richtig andere Zeit war. So, die wichtigste Frage in dieser Zeit war, können ethnografische Objekte als Kunst betrachtet werden? Es ist heute eigentlich nicht mehr eine Frage. Oder da können wir über debattieren. Warum steht Europa nicht im Zentrum ethnologische Museen? Warum herrscht an ethnologischen Museen ein ahistorischer Diskurs vor, als wären die sogenannten anderen Gesellschaften unveränderlich? Welche Platz nehmen die Gesellschaften von heute im ethnologischen Museum ein?
Warum sind die Geschichte der Sammlungen, die Geschichte des ethnografischen Sammelns und die Biografien der Objekte in den ethnologischen Museen nicht vertreten? Wir sprachen schon über Biografien in 1995, auch nicht nur von Akademikern, aber auch hinter den Kulissen des Museums. Welche Rolle spielt zum Beispiel die Diaspora an den ethnologischen Museen? Ich erinnere mich nur allzu gut an die zutiefst bewegende Rede der Dichterin, Schriftstellerin und ehemaligen Kulturministerin Malis, Aminata Traoré, bei der Eröffnung des Musée de Quai in Paris im Juni 2006, die ich hier zitiere. Ainsi nos œuvres d'art ont droit de citer là où nous sommes, dans l'ensemble interdit de séjour. Übersetzung, und so genießen unsere Kunstwerke dort Aufenthaltsrecht, wo wir selbst weitgehend dem Aufenthaltsverbot unterliegen. Sechs Monate zuvor standen die Cité, den Banlieues, in den Ghettos im Norden von Paris in Flammen, als die Jugendlichen der Diaspora ihre Verzweiflung und ihre Wut in einem von Kolonialität geprägten System Ausdruck verliehen. Aber darüber kein Wort darüber, während die zahlreichen Erkündigungen von Chirac über den Dialog der Kulturen, Sie sehen hier links unter Chirac, das war am Tag der Eröffnung, und darunter Dialoge, les cultures, vielleicht denke ich sofort auch an das Humboldt-Forum, wo das auch immer noch ist, im Dialog der Kultur und nebenbei diese fast dramatische Bilder, die völlig nicht gehört wurden ins Gewohnmuseum. Also die Diaspora wurde komplett vermieden während der Eröffnung und außerhalb einige farbige französische Fußballer, Repräsentanten von Antirassismusvereinen oder afrikanische Botschafter waren die VIPs, Gäste und andere Teilnehmer dieser Eröffnung fast alle europäisch und weiß. Also meine Frage, wie wird das bei der Eröffnung des Humboldt-Forums auch geschehen? Sind die Fragen, die wir zwischen 1998 und 2006 gestellt haben in Paris, immer noch nicht Aktualität? Heute kann man den Eindruck gewinnen, dass diese Infragestellung ethnologischer Museen immer noch kein Ende gefunden hat. Und ich bin eigentlich fast ein bisschen ratlos. Man könnte sogar zu der Ansicht kommen, dass zum Teil dieselben Fragen gestellt und dieselben Antworten gegeben werden. Vielleicht alles ein bisschen heftiger heute und ein bisschen mehr Kolonialgeschichte und natürlich das Wort Provenienzforschung kommt natürlich jeden Tag. Geht es den ethnologischen Museen besser oder stagniert ihr Zustand oder verschlechtert ihr sich sogar? Diese Frage steht im Mittelpunkt meines heutigen Beitrags. Wir wollen das Museum eigentlich hier als einen Patienten betrachten und wir werden versuchen, ihm ein neuartiges Rezept auszustellen. Aber das ist mindestens das Versuch. Was ist also in dieser Zeit in Deutschland passiert, wo die Debatte verglichen mit Großbritannien, mit den Niederlanden oder Frankreich kaum vernehmbar waren? Und dass, obwohl es in diesem Land einige der größten oder sogar vielleicht die größten ethnografischen Sammlungen der Welt gibt, auch wenn Deutschlands Kolonialzeit kurz war, war sie doch zumindest intensiv, gründlich, pünktlich und determiniert. Kann man also einen gewissen Unterschied zu anderen europäischen Ländern feststellen? Ich muss auch gestehen, wenn ich in unseren Magazinen hier in Sachsen, in einer Region, also in der kaum zum Beispiel Afrikaner lebe, in der es kaum Verbindungen nach Afrika gibt und in der vielleicht auch eine latente Furcht vor den Fremden herrscht, auch inside the museum, über die Tausende von Objekten aus Afrika fast stolpern, werde ich manchmal vom Gefühl,
tiefe Melancholie und auch von Wut überwältigt. Wie können wir hier, und ich sage schon wir, ich bin fast integriert, wie können wir hier in Sachsen Shared Heritage beleben, wo fast keine afrikanische Diaspora ist und aber gleichzeitig auch keine Visums bekommen oder wo wir keine Visums bekommen für Künstler oder Intellektuelle aus Afrika zum Beispiel. Was bedeutet das dann in Sachsen Shared Heritage? Und wer erstellt die Regeln? Und was bedeutet es auch deutschlandweit, wo die afrikanische Diaspora deutlich kleiner ist im Vergleich mit zum Beispiel Großbritannien oder Frankreich? Dioramen auf die Art und Weise zu präsentieren, die Sie hier sehen, wie sie noch im Jahr 2015 im Grassi-Museum zu sehen waren. Und ich sage noch einmal, wir sind hier nichts, es ist kein historisches Diorama aus dem 19. Jahrhundert, es ist ein Diorama, die wurde konzipiert und eingeweiht im Jahr 2007. Solche Dioramen, und das ist nicht, um meine Personal zu kritisieren, aber es ist interessant, um das zu beobachten, dass das da war, als ich ankam, weil solche Dioramen wären in Großbritannien oder in den Niederlanden nicht möglich gewesen, ohne heftige Kritik der Presse hervorzurufen oder sogar einen Skandal zu provozieren. In Deutschland gab es kein Wort. Diese Diorama ist inspiriert von einem Foto von Egon von Eichstätt, die Sie vielleicht kennen. Auch nicht ein Supertyp. Erst seit einigen Jahren werden die fälligen Debatten dank des Projekts des Humboldt-Forums und des Humboldt-Labs und der von Clémentine de Lis im Museum für Weltkulturen in Frankfurt organisierten Ausstellung mit Ernsthaftigkeit geführt. Seit Sommer 2007 haben sie eine größere Reichweite bekommen und dann die Geschwindigkeit eines Mercedes aufgenommen, seit Benedikt Savoy das Humboldt-Forum mit Tschernobyl verglichen hat. Heute vergeht in Deutschland kein Tag, ohne dass man in den Zeitungen oder im Radio Meinungen oder Stellungnahmen von Museumsdirektoren, von Senatoren oder Ministern zu Fragen der Restitution, zur Shared Heritage und zum Dialog liest oder hört. Es tut mir manchmal fast denken an einen großen Wettbewerb. Ich bin auch davon Teil vielleicht. In Frankreich verläuft die Debatte hingegen wieder in eine Rythme de Croisière. Aber darüber können wir reden, vielleicht weißt du das besser, aber manchmal hat man das Gefühl, in einen geregelten Rhythmus, obwohl Emmanuel Macron als erster Staatspräsident eine offizielle Erklärung zur Restitution von Objekten der staatlichen französischen Museen an afrikanische Länder abgegeben hat, im November 2017. Aber die Presse, die französische Presse, berichtet nicht extrem viel darüber. Und ich habe wirklich den Eindruck, dass man mehr über Macron in Deutschland redet oder über seine Restitutionen als in Frankreich. Es wurde eine Kommission, das wissen wir alle, unter der Leitung von Benedikt Savoy und Selvin Saar eingerichtet, um einen Fahrplan für die Restitution auszuarbeiten. Die Geschichte wird zeigen, ob Frankreich tatsächlich dazu konkret bereit ist, die Objekte gratis zurückzuerstatten und dabei auch gleichzeitig die eigene Kolonialgeschichte und die eigenen Verantwortlichkeiten aufzuarbeiten. Ist die Restitution von Objekten an afrikanische Länder zum Beispiel vielleicht nur der Versuch Frankreichs, sich eines schmerzlichen und wirklich sehr schmerzlichen Kapitels seiner Geschichte zu entledigen? Werden die Objekte gemeinsam mit den Geschichten abgegeben, die sie erzählen? Ja, dies wurde schon befürchtet von dem Nobelpreiswinner und Schriftsteller, nigerianischen Schriftsteller Wole Soyinka, die schon in 2015 erwähnte, Restitution von Objekten bedeutet das eigentlich auch nicht, dass man auch die ganze Debatte eigentlich
zurückschickt und so die Debatte, diese Diskussion vermeiden kann. Darüber gibt es natürlich auch die letzte Aussage, natürlich auch von Achim Mbe, der Philosoph, die auch daran erinnert, dass wir nicht nur die Objekte zurückgeben müssen, aber dass diese Erzählungen, diese Narrative, diese Objekte auch ins Museum bleiben, dass man darüber weiter erzählt. So, meine Frage ist, und ich habe da 25 Jahre gelebt, ist Frankreich bereit und habe viel mitgemacht hinter den Kulissen, auch da ich zuständig war für diese sogenannte historische Sammlung des Quai-Branly-Museums, was eine sogenannte nur koloniale Sammlung ist, aber darüber haben wir keine Zeit, ist Frankreich bereit, so diese Vergangenheitsbewältigung, die sie bisher nicht in Angriff genommen hat? War die Erklärung zur Restitution nur Symbolpolitik ohne Wirkung und werden die französischen Museen ihre primitivistischen und oder paternalistischen Diskurs über die ehemaligen Kolonien aufrecht erhalten? Wir können uns sicher sein, dass in Deutschland die Debatte um Restitution, um die koloniale Vergangenheit Europas und deren Auswirkungen heute letztendlich in der breiten Öffentlichkeit angekommen ist. Und wir wissen jetzt auch, ich glaube, da sind wir alle mit einverstanden, dass Museen doch etwas zu tun haben mit Kolonialismus. Vorher 4 Jahre, als ich hier ankam, war das nicht so, so klar. Ich glaube, das ist jetzt doch ein bisschen klar geworden. Aber die Frage ist natürlich auch hier in Deutschland, wie wird das hier umgesetzt, konkret in den Museen? Und wie wird auch diese sogenannte Provenienzforschung vermittelt? Und was passiert auch nach den Restitutionen? Erinnern wir uns daran, dass die ethnologischen Museen des 19. Jahrhunderts mit dem Ziel gegründet wurden, an nicht-europäische Kulturen zu erinnern, von denen man dachte, dass sie bald verschwinden würde, dass sie einverleibt oder ersetzt würde durch die europäische Kultur. Ein sogenanntes Zivilisationsprojekt, aber zuvor musste man die Objekte als Zeugnisse der in verschwindenden begriffenen Kulturen in Besitz nehmen. Und so kam es, dass diese Objekte, bevor sie mutmaßlich verschwinden würden, gesammelt wurden, um die Kultur zu repräsentieren, in der sie hergestellt wurden. Die Art und Weise, wie man mit diesen Objekten umgeht, hat sich seither kaum verändert. Es ist eine Art, wir können auch reden über eine Art von Redimisation, Übergangsritus von Ding zum musealen Objekt. Dieser Übergangsritus hat sich kaum geändert. Zum Beispiel eine Inventarnummer wird vergeben und markiert, um Eigentum zu übertragen. Es wird desinfiziert und gereinigt, damit es Recht auf Zugang zu den Magazinen bekommt und die anderen Objekte nicht kontaminieren kann. Es wird klassifiziert mit Karteikarten und Formulare, die mit Ethnonymen und Toponymen gefüllt werden, mit Massangaben und Schlagwörtern, damit es zu einem wissenschaftlichen Objekt wird. All diese Praktiken, die sicher auch notwendig sind, aber doch, all diese Praktiken der Museen, mit denen ein Ding zu einem musealen Objekt umgewandelt wird, sind dieselben geblieben, während die Welt außerhalb der Wände des Museums sich seit dem Ende des 19. Jahrhunderts doch grundlegend verändert hat. Lassen wir nicht vergessen, dass die Besitzer der verschiedenartigen exotischen Sammlungsobjekte früher an entlegenen Orten lebten. Damals ging Andersartigkeit noch mit Anderortigkeit einher. Alterität mit räumlicher Distanz. Und Europa war der Mittelpunkt der Welt. Die einzige örtliche Verwurzelung ist durch die massiven Bewegungen von Menschen aus dem Süden in den Norden und durch die allgemeine gesellschaftenübergreifende Vernetzung.
Vernetzung aufgelöst wurden. Heute kann man jedem und allen an jedem beliebigen Ort begegnen. Aber ist diese Welt, worüber wir reden, im Museum? Das ist natürlich die Frage. Während diese sogenannte ethnografische Objekte im 19. Jahrhundert die andere weit weg von Europa repräsentiert haben, sind diese anderen heute bis nach Europa gekommen. Die Welt ist jetzt in Europa, aber im Museum. In Returns Becoming Indigenous in the 21st Century in 2013 schreibt James Clifford: Es lässt sich jetzt eine tiefgreifende Verschiebung von Machtverhältnissen und diskursiven Orten feststellen. Nennen wir diese Veränderung kurz die Dezentrierung des Westens. Ich möchte hinzufügen, dass Dezentrierung nicht die Abschaffung, das Verschwinden oder die Transzendenz dieser noch immer mächtigen Machtzone bedeutet, aber es hat eine Veränderung ungleichmäßig und unvollständig stattgefunden. Der Boden hat sich bewegt. James Clifford. Wie soll man also dieses Unbehagen beschreiben und woher genau kommt es? Das Unbehagen resultiert aus der Unfähigkeit der Museen, Geschichte zu erzählen, die Sinn ergeben. Zu einem bestimmten Zeitpunkt der Weltgeschichte, an dem die heutigen Nachkommen derjenigen, die die Museumsobjekte entweder hergestellt oder sie gesammelt haben, damit beschäftigt oder dazu verpflichtet sind, eine neue Art des Zusammenlebens zu erfinden und daraus eine neue Erzählung zu machen. Das auf den ersten Eindruck stumme und stille Objekt wird also in eine Reihe von Verbindungen integriert, entangled, wie natürlich Nicola Thomas das sagt. Für Barbara Kirschenblatt-Gimblett sind die Objekte Stellvertreter, Proxys der Menschen. Die Museen realisieren mit den Objekten das, was die Gesellschaft mit den Völkern, mit den Menschen, die mit diesen Objekten verbunden sind, nicht gelingt. Mauern werden errichtet und Gesetze erlassen, um zu verhindern, dass sie kommen, und Vitrinen werden komischerweise gebaut und Gesetze erlassen, um zu verhindern, dass ihre Objekte zu ihnen zurückkehren können. Eine merkwürdige Situation, oder? Die Rolle der Objekte als Stellvertreter ist nach Kirschenblatt einer der Gründe dafür, dass Museen zu politischen Schlachtfeldern geworden sind. Und dann ist natürlich meine Frage, hier gab es eine Reaktion, das war in einer Ausstellung, eine meiner ersten Ausstellungen, die wir gemacht haben, das Museum für Völkerkunde. Wir sind hier im Raum, wo diese Dioramen waren von Egon von Eickstedt. Und hier war es eine Künstlerin der HGB von Leipzig, die Tagebücher von Egon von Eickstedt gelesen hat und notiert hat und diese Zitate auf diese Vitrine geschrieben hat. Das ist natürlich ziemlich provokativ, aber ich war auch, als ich am Tag, weil ich hatte diese Künstler der HGB eingeladen, Intervention zu machen über was ist Fremdheit ins Museum und befremdet oder entfremdet ein Museum für Völkerkunde. Und dann hat eine Künstlerin mir gefragt, kann ich ein bisschen etwas schreiben auf eine Vitrine? Und habe gesagt, ja, wenn ich solange wir das wieder wegmachen können, kein Problem. Aber dann kam ich am Morgen hier und dann habe ich das hier entdeckt. Dann war natürlich die Frage, geht man so weit in diese Intervention? Aber an sich war wirklich die Idee, um andere Stimmen hören zu lassen, wirklich richtige Interventionen in der Dauerausstellung zu organisieren. Und es waren auch richtige Zitate aus den Tagebüchern, die auch wieder verbunden wurden mit den Sammlungen. Aber hier haben wir natürlich eine Frage, wie weit geht man mit einer carte blanche? Es wurde natürlich extrem kritisiert, aber doch war es sehr spannend als
als moment. So, onze vraag is auch, können wir nicht das Museum wie ein großer Fetisch betrachten? In Le Musée Cannibal betont Jacques Hénard, dass der Animismus im modernen Alltagsleben tief verankert sei und das Museum nur zu den am besten sichtbaren Manifestationen dieses Animismus gehöre. Kann man unsere museale Praxis und unser Verhältnis, das Museumsdirektoren, Kuratoren zu den Objekten haben, und ich auch, die sie bewahren, zu musealen Objekten als animistisch bezeichnen. Ethnografische Sammeln ist auch ein Prozess, bei dem Menschen durch Objekte ersetzt würden. Und man hat diese Objekte mit einer Macht ausgestattet, eine Repräsentationsmacht, die für sie ursprünglich nicht vorgesehen war. Das Unbekannte, das Fremde, das Andere war schon immer Teil der Faszination des Anthropologen, Ethnologen. Es ist die Vorstellung vom Unbekannten, vom Anderen, die das Objekt enthalten soll. Und genau das muss man besitzen, kontrollieren und ordnen. Das ist eine Museumspraxis. Wir sind heute also umgeben von Fetischen der Anderen, aber sind das nicht eher unsere eigenen Museumsfetische? Und wer kontrolliert diese Objekte? Um das Objekt zu kontrollieren, desinfiziert man es, isoliert es, man räumt es beiseite. Es ist interessant, dass der Raum, durch den im Ethnologischen Museum in Dresden alle Objekte gebracht werden, um desinfiziert zu werden, Entwesungsraum genannt wird. Entfernt wird das Wesen, das Objekt wird also in gewisser Hinsicht entmenschlicht, deshumanisiert. Entfernt wird die Seele. Wenn ein Raum mit dieser Funktion so bezeichnet wird, heißt das auch in gewisser Weise, dass man den Objekten eine Seele vielleicht zuschreibt und dass sie Objektpersonen sind. Sind es also von Insektenfraß gehört? Ja, haben wir was von Insektenfraß gehört. Genau, aber es ist interessant. Entschuldigung. Aber wir können darüber danach überreden. Für mich ist es extrem interessant. Wir reden nicht, ich desinfiziere auch die Objekte. Aber was ich sehr interessant finde, entweder Sie hören zu oder Sie gehen raus. Die Diskussion ist für nachher vorgesehen. Herzlichen Dank. Was ich sehr spannend finde, ist das Wort Entwesungsraum. Ich bin sehr gewöhnt an solche Diskussionen in Sachsen. Aber es ist ein Entwesungsraum. Wir sind hier nicht, um zu reden, wie muss man ein Objekt desinfizieren, das stelle ich auch wirklich nicht in Frage. Ich fand es sehr spannend, als ich diese Label auf diesem Tür gefunden habe, weil das hat auch etwas zu tun mit unserer eigenen Relationship, mit unserer Beziehung zu diesem Objekt. Warum nennen wir das einen Entwesungsraum? Und das fand ich das Spannende. Aber wir können darüber danach noch Stunden reden. So, Museen, diese Orte, gigantische Schlachtfelder gegen die Vergänglichkeit und das Vergessen, Objekte, die in unseren Magazinen schlummern, getrennt von ihren Herkunftsorten. Wecken wir sie also auf, reaktivieren wir sie, reaktivieren wir ihre Erzählung, ihre vielfältigen Erzählungen. Ihre Reaktivierung kann uns dazu bringen, neue Verbindungen herzustellen, neue Beziehungen für zukünftige Museen zu erfinden. Und wenn wir uns an die Stelle der Objekte versetzen würden, wenn sie uns ansehen, uns beobachten, wenn sie mit uns redeten, wie können Museen zu Orten der Dekolonisation von Wissen, Geschichte und Geschichten werden? Mein sogenanntes Postmuseum oder postmuseales Museum ist nicht nur ein Ort des Konservierens, sondern vor allem ein Ort des Konversierens. Das Museum ist also nicht nur ein Ort, an dem Objekte aufbewahrt werden,
um desinfizieren ist sicher sehr wichtig, sondern auch ein Ort, an dem die Objekte mit uns sprechen und die Mensch miteinander. Die Aufgabe des Museums ist, Geschichte, Erzählungen freizusetzen, die Objekte zum Sprechen zu bringen oder besser gesagt sie zu animieren. Diese Objekte, die so viele Erzählungen beinhalten, aus allen Epochen, wo verschiedene Zeiten sich treffen, zusammenkommen, sich einander gegenüberstehen, sich verbinden. Das Museum lässt sich auch mit dem Dachboden einer Familie vergleichen, wo die Familienarchive, aber auch die Familiengeheimnisse aufbewahrt werden und Familiendispute natürlich auch. In Panus Buch, Le Musée de l'Innocence, werden humanistische und persönliche Geschichte erzählt. Es wird keine verbindliche Geschichte von Nationen und Reichen vorgetragen. In einem Museum à la Pamuk sehe ich unsere Zukunft, unseres postmuseales Museum. So können wir wirklich vielleicht das Museum auf den Kopf stellen. Ein Ort des Konservierens ist natürlich auch Konflikte Raum geben. Ihr alle. Und das bedeutet auch Raum geben für Konflikte. Hier haben wir, und wir haben viele davon, ich wollte eigentlich eine Ausstellung machen über Besucherbeschwerden, aber eigentlich an sich hier war das eine Ausstellung, das ging über Flucht. Die Ausstellung, die heißt Dazwischen, In Between, und wir hatten hier geflüchtete Künstler und eingeladen, um ihre Biografie zu erzählen und ihre persönliche Geschichte zu erzählen. Was bedeutet das, das Dazwischenraum? Es war eigentlich eine Ausstellung, die wirklich nicht provokativ war, so wie es war zum Beispiel in dieser Fremdausstellung in der HGB. Aber hier sieht man auch, dass für die Besucher, dass es schwierig, für viele Besucher es schwierig war, dass man in ein ethnologisches Museum über Flucht und Exil redet und dass man auch wirklich, wie eine Carte Blanche gibt, auch an den Künstlern, und dass es nicht innerhalb des Museumsteams eine Ausstellung realisiert wird. Museen müssten also als Orte aufgefasst werden, an denen neuen Erzählungen Raum gegeben wird. Vielerlei außergewöhnliche und einzigartigen Erzählungen. In gewisser Weise könnte das Museum zu einem Ort der Kakophonie von Geschichte werden, Ort des Konversierens, den auch, wenn einige der Objekte, von denen wir heute sprechen, vielleicht in der Zukunft nach einer eine Restitution nicht mehr in den Museumsmagazinen sein werde, bleibt doch ein kleines Stück ihrer Seele hier im Raum ins Museum bleiben. Es wird die Aufgabe und die wichtige Aufgabe der Museen sein, genau diese Geschichte zu konservieren und ihnen eine Stimme und einen Platz im Herzen des Museums zu geben. Natürlich kommt hier der Begriff Dekolonisieren zur Sprache. Ein Begriff, den man in den Gängen der Universitäten und jetzt natürlich auch in den Museen hört, sehr oft. Dekolonisieren des Museums bedeutet für mich insbesondere Autorität abgeben. Und das ist manchmal sehr schwierig für Direktoren, für Museumsdirektoren, auch für mich. Und genau damit hat das Museum die größte Schwierigkeit. Denn solange es weiterhin die Museen sind, die die Geschichte herausbilden und erzählen, werden sie sich nicht ändern. Um zu diesem Ort des Konservierens zu gelangen, müssen wir museale Praxis radikal neu denken. Museale Strukturen dezentralisieren und Autorität noch einmal abgeben. Dezentralisieren bedeutet eine Dezentralisierung oder Dezentrierung der Wissensstrukturen. Dezentrieren von Wissen, dezentrieren von Fachkompetenz
Multiplikation von Wissen, das Teilen von Wissen, unterschiedliches Wissen. Dezentrieren bedeutet die Dezentrierung unserer musealen Strukturen, neue Arten der Entscheidungsfindung, ein permanentes Einbeziehung museumsexterner, pluralistischer Sichtweise, ein Überdenken der Gliederung, auch in Abteilungen, Durchmischung, Verflechtung, geografische Abteilung. Dezentrierung bedeutet auch Dezentrierung der Strukturen. Museografie, Gestaltung und Vermittlung. Ein Unterbrechen linearer Narrativen, lineare Geschichte und lineare Zeit. Ein Neudenken von Kontextualisierung, ein Neudenken von Gastfreundschaft. Was heißt Gastfreundschaft in einem Museum? Teilhabe bedeutet am Museum, den Fähigkeiten der Besucherinnen und Besucher als Schöpfer, als Neuanordner und Weiterverteiler von Inhalten zu vertrauen. Es heißt offen sein für die Möglichkeit, dass ein Projekt, wie im Fall zum Beispiel, was wir hier gemacht haben in Dresden, der experimentelle Ausstellung Prolog, wachsen und eine Richtung einschlagen kann, die den ursprünglichen Absichten der Institution widerspricht, in Frage stellt. Ich definiere eine kulturelle Einrichtung als einen Ort, an dem Besucher gestalten, teilen und sich miteinander vernetzen können. Gestalten bedeutet, dass Besucher die Institutionen und sich gegenseitig mit ihren eigenen Ideen, Objekten und mit ihrem kreativen Ausdruck bereichern. Teilen bedeutet, dass Menschen das, was sie bei ihrem Besuch sehen und das, was sie dabei erschaffen, diskutieren, mitnehmen vielleicht, das hoffen wir, neu anordnen und weiter vertragen. Vernetzen bedeutet, dass die Besucher mit anderen in Kontakt treten, mit Mitarbeitern und anderen Besuchern, die gleiche Interesse haben. Gastfreundschaft oder Hospitality heißt natürlich, insbesondere für ethnologische Museen, dass wir carte blanche geben an Kuratoren, Künstler, Intellektuelle, Source Societies aus Europa ins Museum. Wir haben zum Beispiel hier eine Ausstellung, die wir am Moment machen, und das ist wirklich ein sehr interessantes Projekt, ziemlich experimentell. Es ist ziemlich schwierig. Das ist eine Ausstellung, die wir eröffnen den 30. November. Sie sind alle herzlich eingeladen. Und das ist eine Ausstellung, die wird gemacht von Künstlern, 23 Künstler aus Kinshasa, die 100% ihre eigene Ausstellung kuratieren. So ist es nicht nur, dass wir ihre Werke zeigen, sie kuratieren, schreiben ihre eigenen Ausstellungstexte und präsentieren hier ihre Stadt, ihre Megastadt Kinshasa. Ich habe Monate schon dafür gekämpft, um schon ihr Visum zu bekommen. Wir haben das nur vorher 10 Tage, haben wir ein Ja-Wort bekommen, und jetzt sind alle Künstler angekommen in Leipzig. Aber das ist schon ein Mirakel. So, jetzt müssen wir innerhalb 3 Wochen ungefähr eine Ausstellung machen. Aber hier ist es natürlich interessant, als auch für einen Museumsdirektor, um wirklich diese carte blanche zu geben. Und da muss man sich natürlich, ich finde das auch manchmal schwierig, aber spannend ist es sicher, wie weit geht man. Wir versuchen so weit wie möglich zu gehen, weil es geht hier nicht nur um Künstler, es geht wirklich um auch die Curatorial Work. So, das ist Kinshasa. Und dann habe ich fast geendet. So, dezentrieren bedeutet auch die Sammlung dezentrieren. Teilhaben natürlich an der Sammlung, immaterielle und materielle Restitution, Dauerleihgabe, darüber können wir natürlich noch sehr viel reden. Das ist wirklich Hauptteil unserer Arbeit. Wie gehen wir hier mit weiter? Ich wollte eigentlich als letzte Slide hier zeigen, das Schaudepot von unserer Bene in Bronze. Sachsen hat nach Berlin, das weiß man nicht, wie viel, äh,
wie eine unglaubliche Sammlung es gibt in Sachsen, was ich ziemlich schade finde, aber das ist leider so. Aber die sächsische Völkerkundemuseen haben insgesamt 220 Kunstwerke aus das Königreich Benin, ne, was in 1897 geplündert wurde. Und wir haben hier, solange wir auch noch nicht Gelder haben, um mit Kuratoren aus Nigeria zu arbeiten, und solange Europa es auch nicht möglich ist, um schon wirklich konkret an Restitution zu denken. Jetzt reden wir, vielleicht haben Sie davon gehört, redet man über, über Dauerleihgabe und so weiter. Aber hier haben wir schon angefangen, um unsere ganze Sammlung hier ganz einfach zu zeigen und mit Films von Nigerianern, nicht nur der König von Benin City, aber auch ganz passant, Leute aus den Straßen, die reden über, was bedeutet es für mich, diese Kunstwerke, die aus unserem eigenen Königreich kommen, was bedeutet das, wenn das sich, dass das in Deutschland sich befindet. Es geht hier nur darum, um eigentlich mehrere Schlüssel zu geben an den Besucher, aber auch an die zukünftigen Kuratoren, um das weiter zu bearbeiten. Ich gehe jetzt nach Köln, ich kann das nicht weitermachen und ich wünsche viel Erfolg für die weiteren Pläne. Ja, dann habe ich, glaube ich, fast, und dann ist es, denke ich, ich gucke nochmal, weil ich habe viel zu lang gesprochen. So, das ist natürlich das Neudenken von Provenienzforschung und wie macht man diese Ergebnisse für alle zugänglich. Das Neudenken von Klassifizierungssystemen und wie kann man auch mit Source Societies zusammen neue Klassifizierungen machen und wie weit geht man auch in das Teilen der Sammlung. Aber, und das ist mein allerletzter Satz, bislang, aber sind die europäischen Museen wirklich in der Lage, sich neu zu erfinden. Jetzt, wo Europa nicht mehr im Zentrum der Welt liegt. Zum Abschluss möchte ich den indischen Künstler Sudhabharata Sengupta zitieren, der 2017 bei einem Workshop in Mumbai sagte, der europäische Kurator befindet sich immer außerhalb der Glasbox. Der indische Kurator befindet sich innerhalb und außerhalb der Glasbox. Und das ist eine Chance. The Indian, the European curator is always outside the Glasbox. The Indian curator is in and out the Glasbox. And this is a chance. This is your opportunity. Wir sollten also nicht vergessen, die Museen. Und ohne Änderungen außerhalb und ohne diese auch mitzubetrachten, denke ich, wird es nicht wird es nicht enden. Ich wünsche Ihnen alle, ich hoffe, dass wir noch eine gute Diskussion haben. Ich hoffe nicht, dass ich zu langweilig war. Hier schlafen zwei junge Männer in unserer Ausstellung Prolog. Und naja, jetzt können Sie Fragen stellen.